Ah, hier zeige ich euch mal so Spiele unter Linux. Ich spiele jetzt mal alle, die es so gibt. Also das gibt hier so ein Spiel hier so mit Karten und so. Da kann man so hier und da so und da oder auch nicht. Oder eben sowas mit Karten, ne? Und dann zeige ich euch nochmal das andere, was es auch noch so gibt. Das ist hier so, ja das hier, ne? Da sind so bunte Teile, sind mir eigentlich viel zu bunt, ne? Also von daher mache ich das überhaupt nicht so. Die kommen dann da von so oben so runter und dann müssen die nach unten irgendwie so und dann kann man die auch noch drehen und dann. Ja, ne, das ist so, was man so unter Linux spielen kann. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nichterweisheit, letzter Schluss. Heute geht es um Spielen unter Linux und es gibt wirklich mehr als zwei Spiele. Klingt komisch, ist aber so. Es gibt sogar ein ganzes Füllhorn mit verschiedenen Spielmöglichkeiten, Aufbaustrategie, Ego-Shooter, Knobelspiele und so weiter und so fort. Also euch braucht dort wirklich nicht langweilig zu werden. Ich habe da mal ein paar Sachen zusammengestellt und die stelle ich euch denn mal so vor. Da gucken wir gleich mal ein bisschen rein. Grundlegend haben wir verschiedene Möglichkeiten, was man so alles auf so einem Linux-System ausführen kann. Wir haben einmal die nativen Linux-Spiele, die sind direkt für Linux entwickelt worden oder sind eine Portierung von anderen Betriebssystemen. Die laufen also direkt auf eurem Linux-System. Dann gibt es Spiele, die nicht für Linux entwickelt wurden, zum Beispiel die auf der Windows-Plattform zu Hause sind. Dafür gibt es eine Emulation namens Wine. Damit bekommt ihr sehr, sehr viele Spiele, die es normalerweise bloß für Windows gibt, auch unter Linux zum Laufen. Für diejenigen von euch, die ja vielleicht schon ein bisschen älter sind oder gerne klassische Spiele spielen, gibt es die Möglichkeit, DOS-Spiele auf Linux laufen zu lassen. Dort heißt die Emulation DOSBox. Und für viele Adventures, die so Ende der 80er bis Ende der 90er rauskamen und unter DOS liefen, unter Amiga liefen oder ja auch unter anderen Plattformen, gibt es eine Emulation, die ScumVM. Die kann sehr viele von diesen alten Adventures interpretieren und dann laufen diese Adventures, auch wenn sie niemals portiert wurden, auch direkt unter Linux. Neben diesen Software-Emulationen, die Betriebssysteme nachbilden, gibt es Hardware-Emulationen. Damit könnt ihr verschiedene Geräte oder ja, Gameboy zum Beispiel, Atari, verschiedene Varianten, C64, Amiga oder auch DDR-Kleincomputer oder den ZX-Spectrum und so weiter und so fort nachbilden. Und dann könnt ihr in so einer Hardware-Emulation die Software, die es damals gegeben hat, auch direkt spielen. Also ihr könnt dann auf eurem Linux-System, wenn ihr es natürlich habt, irgendwelche Gameboy-Spiele spielen, Atari-Spiele spielen, ja und so weiter und so fort. Also das könnt ihr damit auch noch machen. Dann stellt sich die Frage, wie komme ich überhaupt an meine Linux-Spiele? Wenn es sich jetzt um native Linux-Spiele handelt, kann ich einmal den Paketmanager meiner Distribution verwenden. Dort gibt es die zwei Spiele, die wir jetzt schon gesehen haben und natürlich viele, viele mehr. Dann gibt es FlatHub. Dort gibt es ja ungefähr 430 Titel. Ich habe das mal nachgeguckt, wie viel es da unter den verschiedenen Plattformen gibt. Das kann direkt unter eurem Paketmanager unterstützt sein, dass dort FlatHub direkt mit eingebunden ist. Ansonsten, wenn das nicht so sein sollte, habe ich hier einen Videotipp für euch. Guckt mal bei Linux Guides nach. Dort gibt es einen Grundkurs Programme auf Linux installieren. Tutorial für Anfänger. Also guckt da mal rein, wenn ihr euch jetzt mit FlatHub noch nicht beschäftigt habt, dann solltet ihr da mal reingucken. Dann gibt es von verschiedenen Entwicklern eine eigene Homepage. Dort wird das Spiel zum Download angeboten. Da gibt es einige. Dort könnt ihr das Spiel zum Beispiel als App-Image
runterladen. Das ist eine ausführbare Datei, wo wirklich alles mit drin ist. Falls da doch nicht alles mit drin ist, wird der Rest einfach runtergeladen. Das ist eine relativ einfache Variante, wenn der Hersteller, der Entwickler dieses Spiel über die eigene Seite vertreibt und nicht bei einem der größeren Publisher ist. Dann haben wir die Indie-Spieleseite itch.io. Dort gibt es 64.858 Titel von unabhängigen Entwicklern, die alle auf Linux laufen. Das ist eine ganze Menge. Dort gibt es, ja, sagen wir mal, eine sehr durchmischte Qualität von Sachen, wo ich sagen würde, oh, nee, lieber nicht, da tun mir hinterher die Augen weh. Lieber die Finger von lassen, aber es sind auch einige Perlen mit dabei. Dann gibt es GOG, Good Old Games, eine Firma, die ihr vielleicht kennt von Cyberpunk, was ja so ein paar Startschwierigkeiten hatte, oder auch von der Witcher-Reihe. Die haben allerdings auch andere Spiele, die es auch unter Linux gibt, von anderen Entwicklern. Zum Zeitpunkt, wo ich geguckt habe, waren das ja 1824 Titel, die es dort gibt. Die müsst ihr alle bezahlen oder sagen wir mal größtenteils. Es gibt auch ein paar kostenlose dabei, ein paar Demos, aber der überwiegende Teil ist zum Bezahlen. Das Schöne bei allen Sachen, die es bei GOG gibt, ist, dass sie DRM-frei sind. Also das heißt, ihr könnt die Installer direkt runterladen, könnt die auf einer Festplatte sichern und wenn die Firma mal pleite sein sollte, könnt ihr es immer noch installieren und benutzen, ohne dass euch jemand den Hahn zudrehen kann. Dann gibt es das Humble Bundle. Dort gibt es auch verschiedene Linux-Spiele, 2824 an der Stückzahl und die sind teilweise DRM-frei. Dann haben wir Steam. Kennt ihr wahrscheinlich große Plattform, wo man Spiele runterladen kann, beziehungsweise das ist mit einem Store verknüpft und mit so einer Anwendung, sodass man die Sachen installieren kann. Die sind alle DRM gekoppelt. Von daher, wenn Steam irgendwann pleite ist, werdet ihr die Spiele wahrscheinlich nicht mehr spielen können oder nicht mehr runterladen. Kommt darauf an, wie es gebaut ist. Dort gibt es 8802 Titel und dann gibt es noch den Epic Games Store. Dort haben wir ganze null native Linux-Titel. Ist aber nicht so schlimm, dazu kommen wir nochmal. Dann haben wir natürlich noch die Kategorie mit der Hardware- und Software-Emulation. Das kommt darauf an, worum es geht. Also es können alte Spiele sein, vielleicht habt ihr noch Kassetten, also wirklich früher wurden Spiele auch mal auf Kassetten, das sind diese Dinger, die heute wahrscheinlich auch keiner mehr wirklich kennt, da kann man Musik drauf tun, da ist so ein kleines Band drin, so ein Tonband und man konnte da auch Daten speichern. Dann gibt es die gebräuchlicheren Disketten, die kann man immer noch einlesen, zum Teil jedenfalls, wenn sie noch nicht vergammelt sind. Dann gibt es von verschiedenen Konsolen sogenannte ROMs. Da werden dann Chips ausgelesen. Wenn ihr jetzt Originalspiele von einem Gameboy habt, dann habt ihr solche kleinen Chips. Da ist dann so eine Kassette drum oder so ein Cartridge heißen die Dinger, glaube ich. Und dafür gibt es Lesegeräte, sodass man die Dinger auch auslesen kann und als Datei speichern. Das dürft ihr allerdings natürlich nur, wenn ihr das Original habt und wenn ihr so eine Datei rausgelesen habt, könnt ihr die auch in einen Emulator stecken und am PC euer Gameboy-Spiel spielen. Genauso ist es mit alten CD-ROMs und DVDs. Wenn ihr die noch habt, braucht ihr ein Laufwerk, damit könnt ihr es einlesen und dann habt ihr hinterher euer Spiel. Daneben gibt es auch noch viele Shareware- und Freeware-Portale. Das war früher so ein Konzept, um ja, Software erstmal bekannt zu machen. Also Doom damals ist als Shareware vertrieben worden. Den ersten Teil gab es dann quasi gratis, durfte man auch frei kopieren. Aber für die weiteren Teile musste man halt zahlen. Commander Keen ist auch so ein Teil, der über das Shareware-Modell vertrieben wurde. Und Freeware sind halt kostenlose Spiele, die man beliebig kopieren darf. Dort gibt es viele Portale im Internet, wo es einfach solche Sachen, Klassiker, DOS-Spiele gibt, die man einfach runterladen kann. Natürlich gibt es dann auch Online-Shops für diese ganzen Kategorien. Ja, letztendlich siehe oben oder Spezialseiten. Damit habt ihr jetzt erstmal so einen groben Überblick, wo man dieses Spiel überhaupt herbekommt. Und als nächstes gibt es eine, ja, sagen wir mal, Empfehlung für den Kauf. Viele von diesen Spielen
sind mit DRM versehen, die ihr über Epic bekommt, die ihr über Steam bekommt und teilweise auch über das Humble Bundle. Das bedeutet, dass eine Online-Verbindung zum Teil gebraucht wird. Bei meinen, sagen wir mal, Recherchen hat es mich gewundert, welche Spiele überhaupt eine Online-Verbindung brauchen, obwohl es da überhaupt keinen Mehrwert zum Spielen gibt. Wenn jetzt keine Online-Verbindung dort ist, dann kann ich das Spiel nicht mal starten. Da habe ich denn ein großes Problem, wenn mein Internet ausgefallen ist oder der Hersteller, der Shop oder was auch immer einfach mal den Dienst einstellt, pleite ist oder es technische Probleme gibt, dann kann ich mein Spiel nicht mehr spielen, auch wenn ich es gekauft habe. Also ich habe Geld dafür ausgegeben, ich habe bei den DRM-Spielen aber nicht die Garantie, dass es immer funktioniert. Sowas kommt leider hin und wieder auch wirklich mal vor, dass einfach Dinge eingestellt werden. Sony hat wohl gerade ein paar Filme ausgelistet, so dass ihr die vorher gekauft habt, ihr habt Geld dafür gegeben. Und ihr könnt die dann irgendwann nicht mehr angucken. Von daher würde ich euch empfehlen, dass ihr nur DRM-freie Software ohne Online-Zwang kauft. Denn nur wirklich dann habt ihr einen wirklichen Gegenwert. Dann könnt ihr diese Installer auch lokal speichern, zum Beispiel auf einer externen Festplatte. Und könnt die immer dann installieren, wenn ihr das für richtig haltet. Nicht, wann euch der Entwickler oder der Publisher das gestattet. Und wenn der pleite ist, dann könnt ihr es halt nicht mehr installieren. Das ist irgendwie blöd. Ihr habt Geld ausgegeben und irgendwann kriegt ihr keine Gegenleistung mehr dafür. Also von daher bevorzugt DRM-freie Inhalte. Natürlich solltet ihr die Entwickler möglichst direkt unterstützen, denn jeder Zwischenhändler auf der Kette zwischen euch und dem Entwickler selbst hält natürlich seine Hand auf und will ein bisschen was davon abhaben. Daher könnt ihr natürlich auch gerne für Open-Source-Spiele spenden, um die Entwicklung und die weitere freie Verfügbarkeit von dem Spiel zu gewährleisten. Dann so ein bisschen davon abgekommen, ein Tipp. Bei Epic bekommt ihr jede Woche 1 bis 2 kostenlose Spiele. Die sind mit DRM versehen, aber da sie jetzt kostenlos sind, würde ich sagen, ihr habt dafür nichts ausgegeben. Und wenn ihr jetzt keinen Wert darauf legt, dass ihr das in der nächsten Woche, in einem Jahr, in 10 Jahren vielleicht doch nochmal spielen könnt, es euch relativ egal ist, dann könnt ihr die auch mitnehmen. Diese Spiele sind durchgehend Windows-Spiele. Sie sind zum Teil angestaubt oder es sind auch sehr obskure Spiele mit dabei oder Erweiterungen für irgendwelche anderen Sachen, die vielleicht nicht so wirklich toll und nützlich sind. Aber manchmal sind auch wirklich Perlen dabei, die ihr denn kostenlos dazu bekommt. Die meisten von diesen Spielen, die es dort gibt, laufen auch wunderbar in der Emulation auf Linux. Von daher, ich spiele sowieso bloß diese Sachen unter Linux und da haben sich bei mir in dieser Epic-Datenbank relativ viele Sachen angesammelt über die Zeit und einige Sachen davon sind wirklich gut und sie laufen fast alle auch wirklich unter Linux in der Emulation. Ich habe für euch jetzt mal so eine Auswahl mit nativen Linux-Spielen zusammengestellt. Ein paar davon habe ich jetzt auch mal mehr oder weniger aktiv gespielt. Da sind einmal Rundenstrategiespiele mit bei, dann Adventures und Rollenspiele, Geschicklichkeitsspiele, Strategiespiele. Dann haben wir Echtzeitstrategiespiele, ein Genre, wo ich eher so zu Hause bin, Rennspiele, Ego-Shooter. Ein paar davon zeige ich euch jetzt auch. Da habe ich schon mal vorher ein paar Videos aufgenommen, um das mal so durchzuprobieren. Und da gucken wir jetzt nacheinander mal ein bisschen rein. Das erste ist Battle for Westness oder wie auch immer man es ausspricht. Das ist ein Rundenstrategiespiel in einer Fantasy-Umgebung. Ja, so sieht schon mal dieser Startbildschirm aus. Ich kann dort einmal Kampagnen spielen. Ich kann natürlich auch Mehrspieler spielen. Es gibt so eine erste Trainingskampagne, wo ich so ein bisschen die Grundzüge lerne. Also ich spiele einen Charakter und dann bilde ich mit dem nachher ein paar Einheiten aus, kämpfe mit denen gegen diese Kampfpuppe dort, lerne da so ein bisschen, wie ich meine Einheit leveln kann, wie ich verschiedene Arten von Angriffen durchführe, wie ich mich selbst heilen kann, wie ich zusätzliche Truppen rekrutiere und all sowas. Das Ganze kann relativ umfangreich werden.
Es ist vielleicht nicht das einfachste Spiel, es gibt aber wahnsinnig viele zusätzliche Kampagnen, die ich runterladen kann. Von daher wird das auch, wenn man so eine Art von Spiel mag, auch nicht so schnell langweilig. Das nächste Spiel im Reigen der Rundenstrategiespiele ist Free Civ. Das ist ähnlich wie damals Civilization. Da muss man letztendlich die Welt erobern. Also man fängt an mit einem einzelnen kleinen Volk und das breitet sich aus. Und wenn ihr gut seid, dann gewinnt ihr nachher die Weltherrschaft. Kommen wir jetzt zur Kategorie der Adventure-Spiele. Da haben wir als erstes Beneath Steel Sky, ein Cyberpunk-Adventure von 1993. Das ist irgendwann mal freigegeben. Bei vielen Distributionen habt ihr es im normalen Paketumfang mit dabei. Ihr könnt allerdings auch Geld dafür ausgeben. Bei GOG könnt ihr es auch kaufen, aber eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund dafür. Das könnt ihr unter Debian und Ubuntu direkt installieren und dann habt ihr wirklich ein klassisches Adventure, was nativ unter eurem Linux läuft. Gucken wir auch mal rein. Ja, das ist eins von den quasi Originalspielen von 1993. Das ist zwar so, wie man heute diesen Retro-Trend wieder mit Pixel macht, aber es wurde damals dazu gemacht, weil es auch nicht besser ging. Es gibt sogar eine Sprachausgabe, was für damals natürlich nicht Standard war. Da wird euch am Anfang erstmal erzählt, worum es da geht. Da will ich nicht so viel spoilern, da spule ich mal so ein bisschen vor. Ja, also ich bin dieser Charakter hier, dieser sehr pixelige Charakter und den kann ich bewegen. Ja, nach hier laufen, nach da laufen, Sachen mitnehmen, miteinander kombinieren und letztendlich das, was man früher so in diesen klassischen Adventures gemacht hat. Auch wenn die Sprachausgabe auf Englisch ist, sind alle Texte auch übersetzt, die werden mir eingeblendet und ja, wenn ich nicht so gut Englisch kann, dann kann ich die auch direkt dort ablesen. Genau, also ich laufe da ein bisschen rum, ich kombiniere Gegenstände miteinander und versuche erstmal einen Ausweg zu finden. Und wenn ihr diesen Ausweg selber finden wollt, dann solltet ihr das einfach mal ausprobieren. Dann gibt es noch viele weitere Adventure. Eins, was ich damals nicht gespielt habe, was mir auch nicht über den Weg gelaufen ist, das ist Dracula, The Vampire Strikes Back. Es klingt so ein bisschen wie, vielleicht kommt ihr selbst drauf. Es ist aber ein, sagen wir mal, humorvolles Vampir-Adventure von 1996. Da gucken wir auch mal kurz rein. Es darf natürlich auch nicht so jemand wie Igor dabei fehlen. Es gibt Vampire und es gibt quasi jedes Klischee, was man so aus dem Horrorbereich damals gekannt hat. Ja, und dann, es geht natürlich auch wieder um Weltherrschaft. Das war auch ein wichtiges Thema oder es ist ja auch wieder. Und natürlich darf auch ein tolles Intro nicht fehlen. Hallo Dracula. Es ist auch voll vertont, aber wiederum nur auf Englisch. Ihr könnt die Untertitel wiederum installieren. Bei Debian ist es ein extra Paket und Igor ist ein richtig cooler Typ. Und wie es bei den Adventures damals so war, ihr lauft ein bisschen rum, ihr habt ein Inventar, dort sammelt ihr Dinge ein. Dann könnt ihr mit den Leuten reden, Dinge miteinander kombinieren, weitergeben und so weiter. Ja, also letztendlich, was es damals so gab, was damals quasi so Standard war. Ja, hier können wir jetzt ein bisschen rumreden mit dem einen Pixelhaufen. Und ja, da habt ihr auch ein paar Stunden was zu tun, wenn ihr solche Sachen mögt. Und es ist eben nicht Retro, es ist nicht nachgemacht, es ist wirklich so, wie es damals war. Ja, dann haben wir auch noch einen weiteren Klassiker, den ich sogar wirklich damals gespielt habe. Jedenfalls so grob, dass ich mich noch ungefähr an den Titel erinnert habe, als ich es bei meinem Debian-Repo gesehen habe. Flight of the Amazon Queen, das war ein Abenteuer-Adventure und ja, das muss ja 95 rausgekommen sein und dann irgendwann werde ich es auch gespielt haben. Dabei gibt es auch wiederum Sprachausgabe, ich glaube, die hatte ich. Hatte ich die? Hatte ich die nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern. Das ist ein Abenteuer-Adventure, auch wenn es schon jetzt doppelt gemoppelt ist,
wieder mit dem damals typischen, etwas seichteren Humor. Gucken wir auch noch mal ein bisschen rein. Ja, wie bei diesen Adventures damals. Es gibt natürlich Dialoge, es gibt selbstlaufende Teile, die die Geschichte voranbringen. Man sammelt wiederum Gegenstände, kombiniert, unterhält sich, geht von A nach B. Und das, was man im Hintergrund so hört, das ist, glaube ich, Ad-Lib-Musik. Das war damals so ein Soundchip, der ein bisschen Musik gemacht hat. Nicht schön, aber war besser als gar nichts. Genau, da müssen wir erstmal wieder rauskommen und müssen natürlich wieder Dinge miteinander kombinieren und ja, einfach versuchen, dieser Story zu folgen und Rätsel zu lösen, bis wir es geschafft haben. Dann habe ich als nächstes Veloren, ein Fantasy-Rollenspiel mit Blöcken. Von daher wisst ihr wahrscheinlich so ein bisschen, wo diese Reise hingeht. Mit Blöcken, das ist so ein bisschen wie hier Minecraft, bloß mit mehr Fantasy- und Rollenspielelementen. Ja, also ich habe diese Blockwelt, die aus einzelnen Blöcken zusammengebaut ist. Ich habe eine Waffe, je nachdem, was ich mir ausgesucht habe. Ich glaube, das ist jetzt so ein Gnom oder sowas. Und ja, mit dem kann ich da rumlaufen. Ich soll Dinge sammeln und kann aus den Dingen irgendwas zusammenbasteln. Ich kann durch Häuser laufen. Ich kann auch direkt durch Türen gehen, ohne dass ich sie öffnen muss. Und außerhalb von diesem Dorf, wo ich beginne, gibt es auch eine sehr große Welt, wo ich natürlich sehr viel Dinge sammeln kann. Ich sammle Stöcke dabei, ich sammle irgendwelche Pflanzen und ich kann die tollsten Dinge damit basteln und mich immer weiter verbessern. Ja, es ist wirklich sehr, sehr groß und ich muss so ein bisschen aufpassen. Es gibt auch Tiere, wo ich Dinge rausbekomme, die ich wieder verwenden kann. Aber ich muss natürlich aufpassen, dass ich Tiere habe, als Gegner wähle, die nicht deutlich stärker sind als ich. Ansonsten fange ich wieder an bei meinem letzten Wegpunkt. Valoren könnt ihr auch mit mehreren Leuten zusammen spielen. Ich habe das jetzt in dieser Singleplayer-Version gespielt. Aber ihr könnt online eben auch mit sehr, sehr vielen Leuten das zusammenspielen und irgendwelche Abenteuer bestehen. Kommen wir zur Kategorie Geschicklichkeit und Strategie. Pingus, das ist ein freier Lemmings-Klon. Bei Lemmings ging es darum, dass man Lemminge möglichst verlustfrei durch ein Labyrinth nach draußen bringt. Bei Pingus geht es, ja, um was schon? Um Pinguine, dass man die dort nach draußen bringt. Die haben verschiedene Fähigkeiten. Die können, ja, haben so einen Propeller, dass sie nicht runterfallen und matsch werden. Sie können graben und haben viele andere, ja, Aktionsmöglichkeiten. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ja, wir können quasi so eine komplette Geschichte damit durchspielen. Gucken wir uns nochmal die Grundlagen an. Lerne zu graben. Dies ist deine erste Mission. Wie immer ist es ziemlich einfach. Alles, was du tun musst, ist ein Pingu den Befehl zum Graben eines Lochs in den Boden zu erteilen, damit alle den Ausgang erreichen können. Dies kann einfach dadurch erreicht werden, dass du auf einen Pingu klickst. Das machen wir gleich mal. Ja, da oben, da kommen unsere Pingus raus und links haben wir die Aktion, die können wir 10-mal durchführen. Die heißt Löcher graben, da hat er so einen Presslufthammer. Jetzt nehme ich mir einen, zack, und dann holt er seinen Presslufthammer raus, macht ein Loch in den Boden. Ja, und dann fallen sie alle runter. Das ist nicht so hoch, dass die sich jetzt was brechen würden. Und die sollen in den Pinguin, in dieses Iglu da rein. Und wenn alle drinnen sind, dann haben wir gewonnen. Dann das nächste Level, schwebe oder stirb. Da fallen sie gleich wieder raus und ich habe hier diese Schweber. Klicke ich an und dann hat er hier so einen kleinen Propeller am Rucksack. Und dann schweben sie einfach nach unten und keinem passiert was, genauso wie wir es haben wollen. Ja, damit habe ich jetzt meine Mission wieder erfüllt. Und dann gibt es viele weitere
verschiedene Fähigkeiten, die in einigen Leveln vorhanden sind, in anderen wieder nicht. Und das Prinzip ist eigentlich immer dasselbe. Bringe so viele Pinguine raus, wie es nur irgendwie geht. Also das ist auch was, wo ihr sehr viel Zeit mit verbringen könnt. Das nächste Spiel würde ich jetzt mal in die Kategorie eher sonderbare Spiele aufnehmen. Grob beschrieben geht es darum, dass man eine Armee mit vielleicht Fischen, kann man sich darunter vorstellen, so einen ganzen Fischschwarm, dass man den leitet und damit einen anderen Fischschwarm auffressen muss. Ja, klingt jetzt erstmal ein bisschen sonderbar. Das Prinzip geht darauf zurück, dass es einen Algorithmus gibt, um möglichst kurze Wegstrecken zu berechnen. Und das ist eine Anwendung davon und die Umsetzung in so einem Spiel. Gucken wir uns lieber mal an, denn ich kriege das sowieso nicht sinnvoll erklärt. Wir können das Ganze im Netzwerk spielen gegen andere Spieler oder wir können uns auch einfach das mal so angucken, so Singleplayer-Option. Wir suchen uns erstmal eine Karte aus und da gibt es so verschiedene mehr oder weniger hübsche Karten. Ich nehme mal lieber was, wo es relativ einfache Strukturen gibt. Da kann man ein bisschen besser erkennen, wie das Prinzip funktioniert und man kommt mit seinem eigenen Schwarm auch besser durch. Vielleicht das hier mal für den Anfang. So, das möchte ich spielen. Und jetzt habe ich hier meinen Fischschwarm, das ist der rote. Und ich habe so einen roten Kreis. Und mein Fischschwarm folgt mir. Und wenn ich jetzt den gelben Schwarm einfach so eingrenze und immer so an den Rändern rumknabbere, dann fressen meine Fische die Fische auf. Ja. Ja, das ist so dieses grundlegende Prinzip. Und je nach Karte kann es durchaus trickreich sein, durch irgendwelche Labyrinthe durchgehen zu müssen und solche Sachen zu tun, damit man gewinnt. Ja, probiert es einfach mal aus. Gebt dem Ganzen mal eine Chance. Ich habe das häufiger mal gespielt. Also es hat eine gewisse Faszination, auch wenn das erstmal total bekloppt anmutet. Kommen wir zu Super Tux bzw. Super Tux 2. Das ist ein Jump-and-Run-Spiel mit Tux. Ja, Super Tux, da könnte man jetzt so ein bisschen denken, das könnte mit Super irgendwie so ein anderes Spiel sein, sowas mit so einem Klempner, aber es ist halt mit Tux. Gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Ja, das ist also Super Tux 2. Ja, starten wir einfach mal ein Spiel und Geschichtsmodus, also es gibt so verschiedene Bereiche, den ersten habe ich schon mal gespielt, aber ich spiele den jetzt trotzdem nochmal. Nur für euch. Willkommen in der Antarktis. Ja, das ist unser Tux hier. Wenn man es schon mal gespielt hat, hat man schon den verbesserten Tux. Man fängt normalerweise an mit so einem kleinen Tux hier links im Bild. Dann kann man ja so ein Ei sammeln, dann wird man ein großer Tux. Und wenn man noch eine Blume sammelt, eine Feuerblume, dann kriegt man auch den wunderbaren Feuerwehrhelm und dann kann man auch diese Feuerbälle schießen. Genau, eben diese hier. Genau. Die Eier machen Tux größer. Tux kann Holzblöcke mit seinem Kopf zertrümmern. Das kann der Kleine eben auch nicht. Aber als großer Tux darf ich das, beziehungsweise kann ich das. Jo. Und ich kann entweder auf diese Eisklumpen hier schießen oder wenn ich ganz trickreich bin, kann ich auch drauf springen und dann, ja, wenn die durch die Gegend gekegelt, wenn das so ein Eiswürfel ist oder die anderen da, die mache ich dann so ein bisschen platt. Ja, dann gibt es auch verschiedene Tastenkombinationen, dass ich da tolle Dinge machen kann. Jo. Oder wenn die Gegner zu blöd sind, dann laufen sie auch selbst mal in die eigenen Fallen. So, und wenn ich jetzt eine längere Strecke, dann kann ich auch höher springen. Sonst komme ich hier oben nämlich nicht ran. Upp. Und ui. Und einige von den Gegnern sind auch fies, die explodieren sogar. Ja, da kann ich nochmal speichern.
Genau, wenn ich jetzt draufgehen sollte, dann mache ich hier an dieser Stelle weiter und sonst müsste ich wieder von vorne. Achtung, Eiszapfen. Noch eine Blume. Und wenn ich hier jetzt so Kisten habe, die unter mir sind, dann kann ich einmal hochspringen und dann nach unten gehen und dann mache ich die trotzdem kaputt. Und zum Rennen Anlauf nehmen und rüber. Und es gibt manchmal auch Verstecke. Das erste ist hier schon so ein bisschen, ja, mit so einem Pfeil gekennzeichnet. Und jetzt. Tada! Ja, das ist SuperTux. 0AD ist quasi so dieser Vorzeigetitel aus dem Open-Source-Bereich. Es ist ein historisches Echtzeit-Strategiespiel. Ja, also es gibt die Möglichkeit, das Ganze im Netzwerk zu spielen, übers Internet zu spielen. Man kann allerdings auch als Einzelkämpfer gegen den Computer spielen oder gegen mehrere. Man kann sich auch mit den Computern verbünden. Und ja, es gibt natürlich verschiedene Karten mit verschiedenen Szenarien, historische angehauchte Szenarien, die teilweise durchaus sehr hübsch sind. Und ja, ich habe jetzt mal für diese Aufnahme einen Trick angewendet, damit das Ganze so ein bisschen entspannter für mich ist. Ich lasse jetzt hier den Petra-Bot gegen den Petra-Bot spielen und dann gucken wir uns einfach mal so ein bisschen die Grafik an. Also es ist durchaus nett anzusehen. Natur, frische Luft, was will man mehr? Ja, man muss ein bisschen dafür sorgen, dass man sein eigenes Volk nach vorne bringt und möglicherweise das Spiel gewinnt. Also geht es erstmal los, ein paar Beeren pflücken, grundsätzliche Rohstoffe sammeln, wie hier Stein und Holz und so weiter, Gebäude errichten, die Wirtschaft in Schwung bringen. Natürlich muss man auch einiges in Rüstung investieren, damit man ja, nachher gewinnen kann, denn es ist nicht durchgehend ein friedliches Spiel. Mal kurz geguckt, was der Gegner so macht. Der hat auch schon ein paar Häuser errichtet. Ja, und so wird man im Laufe der Zeit immer ein bisschen besser, muss zusätzliche Gebäude bauen, muss dafür sorgen, dass immer genug Nahrung da ist, damit die Leute was zu essen haben, ist ja klar, damit sie was zum Wohnen haben. Und dass einfach die ganzen Grundmaterialien da sind, um Häuser zu bauen, um Waffen zu bauen und ja. Whitelands ist ein Spiel, was durch die Siedler inspiriert ist. Also man hat auch wieder die Möglichkeit, Einzelspieler oder Mehrspielerspiele damit zu spielen. Ich muss Gebäude anlegen, damit da verschiedene Dinge abgebaut werden können, wie Steinbrüche, da muss ich Straßen bauen. Ja, und muss letztendlich die Wirtschaft aufbauen, damit das Ganze wirklich rund läuft, damit meine Gebäude zügig aufgebaut werden, dass ich auch natürlich genug Nahrung habe, genug Holz und andere Rohstoffe. Ja, ist ebenso ähnlich wie Siedler. Nun zu einem Spiel, was ich wirklich gespielt habe, was ich eine Zeit lang sogar relativ viel gespielt habe, haben wir auch im Netzwerk mal gespielt, ist wirklich witzig, das ist Mindustry. Das ist so ein Aufbau- und Tower-Defense-Spiel, also hat auch wieder einen Wirtschaftsanteil, Rohstoffe sammeln, sehr viele Fließbänder bauen, damit Rohstoffe von A nach B fließen können und dann die tollsten Dinge draus bauen. Und man muss sich gegen Horden von Robotern wappnen, die immer ja, größer werden. Die kommen in Wellen an und dagegen muss man Verteidigung bauen, damit man nicht überrannt wird. Das Ganze habe ich schon mal so ein bisschen angespielt. Da habe ich auch ein Video, ist verlinkt in meiner Folie hier, die ich da vorführe. Und wie man das Ganze auch so aufsetzen kann, dass man einen Multiplayer-Server hat, auf dem man spielen kann, mit verschiedenen Leuten auch übers Internet. So, gucken wir da mal kurz rein. Ja, das ist Mindustry. Man kann auch so eine Kampagne spielen
Und man kann auch benutzerdefinierte Spiele spielen. Da gibt es verschiedene Karten. Und ja, also grafisch ist es komplett anders als das, was wir vorher gesehen haben. Da haben wir zum Beispiel Kupfer. Das ist einer der Grundbaustoffe, die ich am Anfang brauche, um daraus Dinge zu formen wie Fließbänder und solche Maschinen, die das Ganze abbauen können. Und dann sammle ich weitere Rohstoffe und ja, und dann kann ich so meine Wirtschaft immer weiter aufbauen, kann Dinge erforschen, immer besser machen. Im Netzwerkspiel habe ich schon alles erforscht und Blei gibt es auch noch als Grundrohstoff und das brauche ich auch noch. Und durch diese Förderbänder hole ich diese ganzen Rohstoffe in den Kern rein und dann stehen die zur Verfügung und ich brauche halt immer mehr Rohstoffe, um damit neue Dinge bauen zu können. Ja, und da baue ich auch schon die ersten Geschütztürme, denn wie man oben sieht, die erste Welle kommt in nicht mal 2 Minuten vorbei. Und dafür muss ich so ein bisschen gewappnet sein, so dass mein Kern auch gut geschützt ist. Die erste Welle ist jetzt noch nicht so gefährlich, die zweite auch noch nicht, aber die Wellen werden halt immer größer, es werden immer größere Anzahlen von Gegnern und die werden auch immer gefährlicher. Von daher muss ich ständig dafür sorgen, dass meine Wirtschaft immer besser wird, dass ich immer größere Verteidigungsanlagen baue. Ja, und da kann man wirklich sehr, sehr viele Stunden rein versenken, vor allem wenn man diese Kampagne spielt. Da spielt man einen kompletten, ja, Planeten, wo man verschiedene Orte schützen muss und ja immer wieder ausbauen muss. Genau, das passiert mit so einem Gegner, wenn er dort reinläuft und noch nicht so gut ist. Beyond All Reason ist ein ja, Science-Fiction-Massenschlachten- Echtzeitstrategiespiel. Und es geht wirklich um Massen von Einheiten. Das basiert grundlegend so ein bisschen auf Total Annihilation, was ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und es ist die Weiterentwicklung davon. Muss man mögen, ist jetzt nicht so unbedingt mein Fall, aber wir gucken uns das Ganze jetzt auch nochmal an. Ja, zuerst suche ich mir erstmal eine praktische Startposition auf der Karte. Ich sollte schon mal grob gucken, dass ich dort in der Nähe meine Rohstoffe habe. Also als Rohstoff gibt es Metall und dort gibt es solche ja, Punkte, wo ich Metall einfach abbauen kann. Mit so einem Metallextraktor. Start by building a metal extractor on a metal spot, indicated by the rotating circles on the map. You will need to produce energy to efficiently construct units, build windmills or solar panels. Genau, also erstmal Metall abbauen mit meinem Commander, das ist dieser Roboter da. Der kann mit seinem Strahl Dinge bauen. Ich kann auch andere Einheiten bauen, die auch wiederum Gebäude bauen können. Ich brauche Energie, wie sie gerade eben schon gesagt hat. Ich kann einmal hier diese Solarpanels bauen oder auch die Windräder, also das ist total ökologisch, das Spiel. Und da muss ich immer gucken, dass ich da gut ausgeglichen bin, dass ich genug Energie, genug Metall habe. Ich kann auch Energie in Metall umwandeln. Das ist relativ ineffizient, so wie ich das hier jetzt mache. Aber wenn ich nicht genug Metall habe und am Anfang nicht genug Metallquellen erschlossen habe, dann ja, muss ich auch zu solchen Dingen greifen. Oder wenn ich wirklich sehr, sehr viel Energie habe, dann ist das durchaus sinnvoll, dass ich die Energie in Metall umwandle. Dann gibt es Fabriken für kleine Roboter und für Fahrzeuge, für Flugzeuge und Amphibienfahrzeuge. Ich kann Verteidigungsanlagen bauen und das Ganze wird immer ein bisschen größer. Ich muss natürlich selbst angreifen mit meiner Armee und muss mich auch gegen Angriffe wappnen. OpenRA ist eine Engine für verschiedene Command & Conquer Titel. Unter anderem für das erste Command & Conquer, was 1995 rausgekommen ist, der Tiberium-Konflikt. Dann das darauf folgende Red Alert 1, was 1996 rausgekommen ist. Und Dune 2000, das ist jetzt zwar kein Command & Conquer, aber kommt aus derselben Schmiede Westwood.
Und dann gibt es noch verschiedene Mods, also Modifikationen dafür. Und die funktionieren alle mit derselben Engine, beziehungsweise so ein paar Modifikationen. Und das Schöne daran ist, dass man diese alten Spiele, die es 1995, 96 und so weiter gegeben hat, dass man die heute auch noch spielen kann auf moderner Hardware und das Ganze übers Internet spielen kann, woran damals überhaupt keiner denken konnte und das Ganze frei ist. Das ist jetzt Red Alert, also ich fange an mit meiner Basis, da muss ich ein Kraftwerk bauen, da muss ich eine Kaserne bauen, damit ich Fußeinheiten produzieren kann. Ich muss auch Geld reinbringen und das mache ich über Raffinerien und die Karte ist erstmal schwarz. Ich muss die aufdecken, zum Beispiel mit Fußeinheiten, den gebe ich am Anfang erstmal vor, da und da, laufe einmal diesen Weg ab, damit ich was sehen kann. Und die Karte, die bleibt auch weiterhin aufgedeckt, aber ich kann feindliche Einheiten nicht sehen, wenn dort nicht meine eigenen Einheiten stehen. Ja, und da habe ich jetzt so eine Raffinerie und mein Sammler, dieses kleine Dings da, was da so hin und her fährt, das sammelt fleißig Gold, damit ich Geld habe. Und mit dem Geld kann ich Einheiten kaufen, kann ich Gebäude kaufen. Und die lassen sich dann bauen im Umfeld von meinem Hauptquartier. Ja, und dann baue ich Verteidigungsanlagen, dann gibt es verschiedene Fußeinheiten, die gegen Lufteinheiten wirksam sind oder gegen Fußeinheiten. Oder ich kann auch verschiedene Arten von Panzer bauen, Flugzeuge. Ja, und letztendlich muss ich das Spiel natürlich gewinnen und eben nicht auf friedliche Art und Weise, sondern letztendlich Abriss vom anderen Gegner oder den Gegnern. Und muss aufpassen, dass ich nicht überrannt werde. Und ja, typisches Echtzeit-Strategiespiel mit den Grafiken und den Sounds von 1995 beziehungsweise hier 1996. Die Auflösung ist jetzt eine andere. Im Original hat man nicht wirklich viel gesehen, weil die Einheiten und Gebäude so groß waren auf der kleinen Auflösung, die es damals gab. Also die Übersicht ist deutlich besser geworden. Viele Fehler, die damals drin waren, die sind in der OpenRA Engine nicht drin. Und die haben auch eine Menge an Balancing gemacht, sodass das alles deutlich schneller läuft als damals. Ja, Spaß macht es immer noch. Zum Beispiel im Netzwerk ist auch ein bisschen retro. Noch ein kleiner Nachschlag zu OpenRA. Das Ganze ist eine neu entwickelte Echtzeitstrategie-Engine. Also es ist nicht das von damals, obwohl der Quelltext von dem Command & Conquer 1 freigegeben wurde, unter GPL sogar. Und das ist eben komplett neu gemacht. Verwendet allerdings die Original-Sounds und Grafiken. Und ihr könnt das Ganze auf moderner Hardware spielen mit Netzwerkunterstützung übers Internet. Netzwerk gab es damals auch schon, UPX-Netzwerk. Aber das ist letztendlich ausgestorben und fügt auch neue Grafikeffekte hinzu. Es gibt ein SDK, sodass man Modifikationen, sogenannte Mods dafür erstellen kann. Und man kann Karten auch so machen, dass man die komplette Spielmechanik anpasst. Und es gibt wirklich wahnsinnig viele Karten dafür. Unten habe ich euch das mal verlinkt unter resource.openra.net. Könnt ihr Karten runterladen für verschiedene Teile, die unter OpenRA unterstützt werden. Das ist zum Beispiel hier das Command & Conquer 1, der Tiberium-Konflikt von 1995. Originalauflösung war 320x200 Pixel. Und das auf einem Röhrenmonitor, der zwar nicht so wunderbar groß war, aber es war schon relativ grobkörnig, diese Grafik. Man konnte es über IPX-Netzwerk spielen. Guckt mal nach, wenn ihr euch für historische Netzwerkprotokolle interessiert. Es ging mehr oder weniger gut. Man konnte auch ein serielles Kabel verwenden, um zwei Rechner über, Null-Modem-Kabel miteinander zu verbinden. Da, wo man früher die Maus angesteckt hat, da konnte man auch so ein Kabel nehmen und von einem Rechner zum anderen Rechner führen. Und das war zwar langsam von der Übertragungsrate her, aber es reichte, um
ja, diese Spieldaten auszutauschen. Also welche Einheit ist gerade an welcher Position, also sowas ging damit. Das lief eigentlich ganz gut. Seit 2007 ist das Ur Command & Conquer Freeware geworden und seit 2020 sogar Teil des Quelltextes und der GPL verfügbar. 1996 kam der Nachfolger Red Alert 1. Das spielt in einem anderen Universum, was deutlich näher an unserer realen Welt dran ist. Es sind natürlich viele Dinge komplett anders. Die politische Landschaft ist eine andere. Aber da kann man sich so ungefähr vorstellen, ja, das könnte eventuell irgendwie so noch angehen. Zwar einige technische Entwicklungen, die haben wir natürlich niemals gemacht, aber das ist schon deutlich näher als was bei Command & Conquer ist. Das ist wirklich Science Fiction. Ja, die Auflösung war damals original, genauso wie beim ersten Teil. IPX-Netzwerk, genauso serielles Kabel, darüber konnte man es auch spielen. Also es ist jetzt von der Technik nicht wirklich großartig anders als das Spiel von 1995. Seit 2008 ist es auch Freeware. Darum könnt ihr auch überhaupt diese Spiele, ohne das Original gekauft zu haben, heute spielen. Denn die Grafiken, die hat man ja nicht einfach nehmen können. Die mussten halt quasi freigegeben werden als Freeware. 1998 kam dann noch Dune 2000 dazu. Das war schon ein Windows-Spiel und diese Daten kann man auch verwenden, um sie in OpenAA zu spielen. Neben den Klassikern hier gibt es auch einen komplett freien Mod, das heißt OpenHV. Das verwendet ausschließlich freie Medien, also ist nicht auf irgendwelche Freeware-Anteile, die Westwood mal freigegeben hat, angewiesen. Das ist wirklich komplett alles neu gemacht. Dann gibt es Shattered Paradise, ist ein ja, Command und Conquer 1 Mod, hat allerdings drei zusätzliche Fraktionen. Also das ist durchaus interessant. Da sind Fraktionen bei, die es in dem ersten Command und Conquer nicht gegeben hat, die es in dem dritten Teil, glaube ich, denn zum Teil gegeben hat. Aber es sind auch komplette Neuerfindungen mit bei, was sich irgendjemand ausgedacht hat. Also durchaus zu empfehlen. Dann gibt es unter ModDB weitere Mods für OpenRA und natürlich auch für andere Spiele. Aber das ist das, was mich interessiert. Und wirklich sehr viele Karten gibt es dort und das für die verschiedenen Teile von ja, OpenAA, die dort unterstützt waren, Command & Conquer 1, Red Alert 1, für Dune 2000 wird es auch irgendwas geben, habe ich nie wirklich gespielt, aber für Command & Conquer 1 und Red Alert 1 gibt es wirklich sehr, 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 sehr viele Karten und die sind zum Teil sehr stark modifiziert. Bei den Karten kann auch eine Logik mitgeliefert werden. Also derjenige, der so eine Karte erstellt, der kann das komplett alles skripten, dass es dort in dieser Karte spezielle Einheiten gibt, die es sonst nirgendwo gibt, die irgendwelche Fähigkeiten haben, die es sonst in keinem anderen Teil gibt. Da kann man neue Sounds einbauen, ja, wirklich alles komplett ummodifizieren, die ganze Spiellogik umbauen. Und das haben einige sehr extrem auch gemacht. Also da habt ihr wirklich sehr viele Karten. Bis ihr die alle durch habt, gibt es schon wieder haufenweise neue. OpenAA zu spielen ist durchaus eine witzige Sache. Lustiger wird es eigentlich, wenn man mit mehreren Leuten das zusammenspielt, vielleicht auch zusammen gegen mehrere Computergegner. Ja, also das ist durchaus eine witzige Sache, wenn man sowas natürlich mag. Man kann einen eigenen OpenAA-Server aufsetzen. Das ist auch wirklich sehr einfach. Es gibt OpenAA als App-Image, das könnt ihr direkt von der Projektseite runterladen, macht die Datei ausführbar und startet die einfach und schon könnt ihr Command & Conquer spielen in dem Teil, den ihr runtergeladen habt. Und dieses selbe ausführbare Programm könnt ihr auch als Server verwenden. Da gebt ihr Parameter mit. Da sagt ihr einfach über hier minus minus Server, server.name, wie der Server heißen soll, da könnt ihr euch irgendeinen Namen ausdenken, sodass man den besser wiederfindet. Dann gibt es einen Parameter hier, bei dem ihr festlegt, auf welchem Port auf
Anfragen gelauscht werden soll. Dieser Port muss frei sein, da dürfen keine anderen Sachen drauflaufen, also kein Webserver, Datenbank oder sonst was, muss wirklich frei sein. Und dann vergibt man normalerweise auch noch ein Passwort dafür, damit nicht jeder draufkommt. Das ist vor allem sinnvoll, wenn ihr diesen Server ins Internet stellt und damit da keine Leute reinkommen, die da nicht rein sollen, einfach noch ein Passwort mit dazu geben. Und dann gibt es noch einen weiteren Parameter, den könnt ihr auf False setzen, damit euer Server nicht in eine offizielle Liste mit verfügbaren Servern eingetragen wird. Wenn ihr einen Privatserver betreiben möchtet, dann solltet ihr es so setzen und das Passwort dazu. Wenn ihr einen öffentlichen Server für irgendwelche Leute anbieten wollt, dann braucht ihr kein Passwort zu vergeben und ihr setzt das Ganze auf True. Ja, so ein Aufruf sieht denn zusammengesetzt mal so aus. Da heißt jetzt mein Server einfach meiner. Der Port, auf dem gelauscht wird, ist 12345. Das Passwort ist ganz geheim. Ja, und der wird nicht angepriesen. Ja, und damit könnt ihr ganz einfach einen Server öffnen. Das kann ein Server im Internet sein oder eben auch im lokalen LAN, wenn ihr es bloß bei euch zu Hause mit ein paar Leuten spielen wollt. Das ist wirklich sehr einfach gestartet, so ein Server. Probiert es einfach mal aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so ein kleiner Überblick, was alles unter Linux so im Spielebereich möglich ist. Wenn euch das interessiert, probiert Dinge mal aus. Also vieles kriegt ihr halt direkt über eure Linux-Distribution oder teilweise für schmales Geld einfach mit dazu. Oder bei Epic kriegt ihr sowas auch mal gratis, mehr oder weniger gut. Ansonsten ist das eher was Themenfremdes, was ich euch hier vorgestellt habe. Normalerweise mache ich eher so ernstere Dinge, Administration, Softwareentwicklung, Softwareverteilung und Co. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren, wo ich verschiedene Dinge zu Linux mache. Jede Woche gibt es ein neues Video zu Dingen, mit denen ich mich privat oder beruflich beschäftige. Alles Mögliche, was so Linux- und Open-Source-Bereich ist. Ja, guckt einfach mal vorbei und ansonsten bis dann und tschüss.